Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Winter Resort Simulator. In der letzten Folge haben wir einen Tag komplett beendet und befinden uns jetzt am Abend. Wir werden jetzt noch schnell die Pisten präparieren lassen und dann werden wir auch schon die Nacht beschleunigen, damit wir wieder die Seilbahnen beschicken können. Dann werden wir die ganzen Pisten, wie gesagt, jetzt noch präparieren. So. Habe ich dann gerade, hallo? Achso, gut, wunderbar. Dann können wir jetzt noch gucken, ob Lawinengefahr besteht. Wir wollen ja nicht, dass unsere Gäste da verschüttet werden, aber bei Lawinenwarnstufe 1 brauchen wir definitiv nicht zu sprengen. Das wäre nur Geldverschwendung. So, sonst hätten wir alles gemacht. Beides garagiert haben wir in der letzten Folge. Dann können wir jetzt direkt die Zeit mal überspringen. Und dann let's go. So, der Skitag beginnt. Dann können wir jetzt direkt mal eine von den beiden Seilbahnen beschicken lassen. Und die andere werden wir selber beschicken. Gucken wir mal, welche wir nehmen. Beschicken tun wir mal den Kristallexpress. Dann werden wir die Dorfbahn jetzt beschicken lassen. Beschicken. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt den Kristallexpress von Hand beschicken. Das ist ja eh nicht sehr viel Arbeit, weil der nahezu alles selbstständig macht. Natürlich wieder mit Tutorial, denn Weltmeister bin ich darin auch noch nicht. So, hinsetzen tun wir uns nicht, da sieht man noch weniger. Anlage ein. So, dann nehmen wir jetzt natürlich wieder ein Tutorial. Beschicken. Nun werden wir den Kristallexpress beschicken. Dazu gehen wir wie gewohnt als erstes in den Kommandoraum. Da sind wir ja schon. Wunderbar. Geh in den Kommandoraum und schalte das Licht an. Drücke den Taster Anlage ein aus, um die Steuerung einzuschalten. Ein Teil der Bedienung erfolgt über den Touchscreen. Im Menü Parksystem müssen wir nun die Betriebsart auf Beschicken setzen. Okay. Parksystem. Beschicken. Dreiseilumlaufbahnen unterscheiden sich generell von den restlichen Einseilumlaufbahnen, wie Gondelbahn und Sesselbahn. Daher ist auch dieser Bahnhof ein wenig anders. Für dich ist der wichtigste Unterschied, dass nahezu alles im Bahnhof automatisch abläuft. Sehr gut, als nächstes starten wir nun den Bahnhof. Die Weiche wird dann automatisch bewegt. Steuerspannung ein und dann direkt Anwurf. Jetzt können wir die Anlage bereits in Betrieb nehmen. Ja, wunderbar. Betrieb quittieren und dann können wir starten, glaube ich, oder? Ja, genau, starten. Dann palim palim, die Kabinen fahren nun automatisch auf die Hubdrehweiche, die sie auf die Hauptbahn bringt. Du kannst dir das Beschicken ruhig kurz ansehen, bevor du mit dem Kontrollgang beginnst. Okay, der Kontrollgang, den haben wir zwar schon 100 Mal gemacht.
Okay. Wie kommt man da hin? Von hier, glaube ich. Ja. Hier siehst du aus nächster Nähe, wie die tonnenschweren Kabinen über den Hydraulikzylinder angehoben werden und in die Bahn bewegt werden. Hier siehst du aus nächster Nähe, wie die tonnenschweren Kabinen über einen Hubdrehen. Hier siehst du aus nächster Nähe, wie die tonnenschweren Kabinen von einem Hydraulikzylinder angehoben und in die Bahn gehoben werden. Haben wir aber auch in irgendeiner Folge schon mal komplett durchgemacht, das Ganze hier. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr alles vorlesen, sondern einfach das Ganze schnell durchmachen. Das ist sonst nämlich ziemlich unspektakulär. Bla 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 bla. Okay. Kann man die Dinger wieder zumachen. So, dann geht's wieder nach vorne. Schöne Aussicht hier oben. Hier verlassen die Kabinen die Station und schweben auf dem Tragseil der Bergstation entlang. Lass uns nun einen Blick auf die Abspannung werfen. Boah, ist aber schon groß, diese ganze Anlage, wenn man von hier oben so mal guckt. An dieser Stelle befindet sich die Seilscheibe, die die Kraft des Spannseils auf das Seil weiterleitet. Übrigens, du befindest dich gerade exakt 10 Meter über dem Boden der Station. Dieser Wert verdeutlicht die gigantischen Größenordnungen von solchen Dreiseilanlagen. Haben die das Tutorial überarbeitet? Das war da neulich gar nicht drin. Naja, finde ich super. Der Kontrollgang ist nun abgeschlossen. Lass uns nun auf den Bahnsteig zurückkehren. Ja, okay, wie komme ich da jetzt hin? Ja, super. Danke dafür. Ich hoffe mal, ich bin hier einigermaßen richtig. Nein, bin ich natürlich nicht. Gleich fertig. Warte, bis die letzte Kabine den Bahnhof verlassen hat. Okay, wie sieht's bei der anderen Bahn eigentlich aus? Ist die bald mal fertig, oder? Wieso hat die noch gar nicht angefangen? Ich glaube, es hackt. Seilbahn. Dorfbahn. Beschicken. Habe ich doch gemacht, oder nicht? Definitiv nein. Naja. Hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Die letzte Kabine befindet sich nun auf der Hubdrehweiche. Sobald sie die Hubdrehweiche wieder verlassen hat, können wir die Bahn anhalten. Dann machen wir uns schon mal auf den Weg zu einer dieser Schaltpulte hier. Welche ist das jetzt? Dorfbahn, Wartezeit zu lang. 464 Minuten, das ist immer so unrealistisch, weil dann, wenn man nachguckt, da einfach keine Sau steht. Aber wieso eigentlich bei der Dorfbahn? Die ist ja noch gar nicht beschickt. Naja, egal. So. Jetzt ist es an der Zeit, um die Bahn wieder auf den Normalbetrieb umzustellen. Okay. Hä? Ach so, erstmal hier die Steuerspannung wieder aus. Okay. So, wollen ja keinen Strom verschwenden.
Parksystem beschicken wieder rausnehmen. Mittlerweile könnte man anfangen, sich das Ganze mal zu merken. Sehr gut, nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Okay. Achso, war ich jetzt zu schnell. So. Die Anlage befindet sich noch im Servicebetrieb. In dieser Betriebsart dürfen keine Gäste befördert werden. Stellen Sie nun die Betriebsart um. Okay, das war hier, glaube ich. Fahrgastbetrieb, genau. Zack. Einstiegsbereich öffnen, wunderbar. Fast geschafft, nur noch die Bahn anfahren und schon kann der Skitag beginnen. Das freut mich. Quittieren und starten. Achtung! Sobald der Bedienstete an der anderen Station das Anfahren bestätigt hat, geht es los. Ja, wunderbar. Kann man auch eine Durchsage machen, dass es jetzt losgeht? Moment. Noch eins runterstellen hier. Haben wir doch gerade geöffnet, oder nicht? Einstieg, öffnen. Ach so, doch nicht. Okay, gut. Als nächstes müssen wir die andere Station anrufen, damit der Zustieg dort geöffnet wird. Also ich glaube, das ist wirklich nochmal überarbeitet worden. So umfangreich war das letztes Mal doch auch nicht. So, Zustieg öffnen. Meine Güte. Also es ist nicht so, dass mich das stört, ne? Ich finde super. Wenn mehr Realismus dazu kommt, wunderbar. Hervorragend, du hast den Kristallexpress soeben erfolgreich beschickt. Wunderbar, haben wir wieder 10.000 Euro kassiert. Und dann gucken wir mal, kann man hier irgendeine Durchsage machen? Nö. Gut, dann nicht. Dann gucken wir jetzt mal, wie es bei der anderen Seilbahn aussieht. Ob die jetzt wenigstens beim beschickt ist oder ob da irgendwie der Wurm drin ist. Die wird aber gerade beschickt, also scheint es zu funktionieren. Dauert natürlich seine Zeit, deswegen stellen wir jetzt nochmal auf mal 2. Wir können uns ja mal aus Spaß in eine reinsetzen und gucken, ob unten schon Gäste kommen. Ah ja, so. Hinsetzen, wunderbar. Dann fahren wir mal runter. Haben wir denn schon Karten verkauft? 116 schon, das ging immer flott. Preise können wir auch noch ein bisschen nach oben treiben, denn die sind ja mehr als zufrieden, die Kunden. Ich gucke immer so, dass es um die 100% ist. Das ist dann so optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja gut, dann wunderbar. Und dann wären wir auch schon da. Gucken wir mal, ob schon jemand wartet. Sieht aber nicht so aus. Nur ein paar Leute an der Kasse. Denn bis jetzt haben wir auch schon 137 Karten verkauft. Kommt mir ein bisschen viel vor, dafür, dass hier so wenig Leute sind. So, wir gönnen uns mal 10. Dann geht da auch mal was voran. Ich glaube, wir haben auch aktuell einen Kredit abzubezahlen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Genau.
Der hat noch 93.000. Ich finde es schade, dass man das nicht stückweise zurückzahlen kann. Aber das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, glaube ich, ne? Dass man jetzt zum Beispiel sagt, 10.000 möchte ich jetzt mal reinstecken. Geht einfach nicht. Finde ich blöd. Das müsste aber bald mal beschickt sein hier. Dann müssen die da oben jetzt nur noch den Fahrgastbetrieb einstellen. Und dann wird es auch wieder anfahren. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre es blöd. Ah ja, wunderbar. Es bimmelt. Dann geht es jetzt los. Dorfbahn ist jetzt in Betrieb. Sage ich doch. Achso, mir fällt gerade ein, der Kristallexpress oben. Den haben wir noch auf voller Fahrtgeschwindigkeit, glaube ich. Das ist nicht so optimal, weil der sonst mehr Strom frisst, als wir jemals reinkriegen. Deswegen stellen wir das jetzt noch um. So auf 3 Meter die Sekunde ungefähr werden wir den stellen. Denn noch sind ja auch kaum Leute da. Obwohl mit der Seilbahn fahren sowieso recht wenige, habe ich den Eindruck. So, stellen wir mal was runter hier. 3,5. Müsste auch reichen. Hier können wir auch mal aufmachen. Freuen sich die Gäste, wenn sie nicht gegen die Wand laufen. Ganze machen wir hier natürlich auch. Was ist denn hier für ein Stau? Was ist das denn? Wo ist der Nothalt? Hier ist aber was gewaltig schief gelaufen. Kann mir mal einer sagen, wie das passieren kann hier? Ich habe doch gar nichts gemacht hier. Das haben doch meine Mitarbeiter gemacht. Also da würde ich mal behaupten, meine Mitarbeiter haben es komplett verkackt. Das ist doch aber auch eine Scheiße. Wie will ich das denn jetzt wieder hinkriegen? Das ist doch, als würde einer morgens ins Müsli kacken. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Das ist Scheiße. Also mit dem Tutorial geht das definitiv nicht. Ich mache jetzt aber mal auf Spaß eine Durchsage, dass eine Störung vorliegt. Achtung, Durchsage. Aufgrund einer technischen Störung wurde die Seilbahnanlage stillgesetzt. Es wird an der Behebung gearbeitet. Bitte bewahren Sie Ruhe. Weitere Informationen folgen in Kürze. Attention! The installation has been stopped due to a technical malfunction. We are working on a solution. Please keep calm. More information will follow shortly. So, wir fahren jetzt erstmal hier das Podest runter. Denn die Bahn fühlt sich, glaube ich, da nicht so wohl mittendrin im Podest. So. Wie geht denn das? Ach so, hier, Bahnsteig absenken. Okay. Dann tun wir jetzt nochmal auf den Servicebetrieb umstellen, natürlich. Ist ja logisch. Ach so, ist sowieso noch Servicebetrieb.
Ach so, oder kann das sein, dass ich da unten jetzt was umgestellt habe, was ich nicht umstellen hätte dürfen? Das könnte natürlich auch sein. Aber das ist ja dann trotzdem unnötig, denn die hat ja gebimmelt. Das heißt ja, dass sie losfährt. Andererseits, da kam ja auch die Meldung, dass die Bahn in Betrieb ist. Das heißt, also das kann ja dann eigentlich nicht meine Schuld gewesen sein. Einstieg schließen ist ja sowieso nicht. Hä? Also wenn ihr eine Idee habt, woran das Ganze gelegen hat, dann klärt mich mal bitte drüber auf. Fahrzeug, kann ich hier nichts machen? Parksystem. Stellen wir nochmal auf beschicken. Was steht denn hier? Nothalt. Torüberwachung. Hä? Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Was steht hier? Ich habe keinen Plan. Wir können ja nochmal gucken, ob wir das Ganze jetzt mal angeschmissen kriegen. Aber was das bringen soll, weiß ich auch nicht. Hallo? Passiert ja gar nichts. Also tut mir leid, ich muss das Ganze jetzt einfach mal abgeben, dass ich nicht mehr der Leiter davon bin. Wie geht das Ganze? Seilbahn, Betriebsleitung abgeben. So, Status in Betrieb würde ich ehrlich gesagt mal bezweifeln. So gesund sieht das Ganze hier nicht aus. Was soll ich machen? Ich habe gar keine Ahnung gerade. Obwohl doch, eine Idee habe ich glaube ich noch. Das ist so mehr oder weniger die allerletzte Möglichkeit, das Ganze wieder in den Griff zu kriegen. Die ganze Seilbahn komplett zurücksetzen. Habe ich gemerkt, habe ich irgendwo mal gesehen, dass das funktioniert. Bahn zurücksetzen oder neu bauen? Ja gut, neu bauen ist natürlich die Frage, ob ich die Kosten trage. Dorfbahn, ja, Wartezeit zu lang. Ja, sorry. Ich habe auch keine Ahnung. Zurücksetzen. Dorfbahn wird jetzt beschickt. Ja. Super. Ich hoffe mal, das Ganze passiert jetzt nicht nochmal. Das wäre natürlich extrem ärgerlich. Wenn das Ganze jetzt nochmal passiert. Dann können wir aber... Obwohl, nee, die Betriebsleitung übernehmen wir erst, wenn das Ganze läuft. Sonst ist mir das Risiko zu hoch. Wenn wir die ganze Scheiße jetzt wieder beschickt, so ein Kack aber auch. Mach mir mal eine Durchsage, dass sich irgendwas verzögert, falls es die gibt. Und ich bin nur wieder zu blöd, das Ganze zu steuern. So, also Durchsage. Machen wir mal das hier. Achtung, Durchsage. Aus betrieblichen Gründen wurde die Seilbahnanlage angehalten. Es geht in Kürze weiter. Nicht, dass die Leute unten da umsonst warten, keiner weiß, was abgeht. Attention. The installation was stopped for operational reasons. Operation will continue shortly. In der nächsten Folge läuft es dann hoffentlich besser. Dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann, ciao, bis zum nächsten Video.